Hallo, mein Name ist Dominik Michel von SFC in Berlin. Wir machen Alarm- und Sicherheitstechnik fürs Fahrzeug, haben uns unter anderem auf Pandora-Alarmanlagen spezialisiert und wollen euch heute mal an dem Porsche Cayenne Generation 3, also Facelift-Version, wirklich Baujahr 2024, mal die Pandora Elite etwas näher bringen. Wir haben es jetzt Juni 2024. Vergangene Woche war ich in der Slowakei bei unserem Europa-Distributor TSS. Und dort haben wir auf der Pandora-Konferenz mal so ein paar Themen angesprochen. Was bewegt die Kunden? Was haben wir noch Wünsche an Pandora? Umkehrschluss, was bringt Pandora für uns, also sprich ja auch für euch als Kunden, noch in der Zukunft? Welche neuen Systeme wird es da geben etc.? Bringen wir euch im nächsten Video. Ja, und heute soll es aber, wie gesagt, noch um die Elite V2 von Pandora gehen. GPS-Modul, GSM-Anruf, Schocksensor, Lagesensor etc. Da kommen wir jetzt gleich zu. Und der Porsche von dem, der Besitzer dieses Porsches hinter mir, der hat ganz extreme Angst um sein Auto, weil in der gleichen Straße, wo er wohnt, wurde nämlich neulich ein Cayenne geklaut. Und deswegen ist dieser Kunde wirklich quer durch die Republik zu uns gefahren, weil er doch sehr Angst um sein Auto hat. Verständlich, gerade wenn in der Nachbarschaft ja immer Autos gestohlen oder es Einbruchdiebstähle gibt, dann wird man da immer ein wenig sensibilisiert. Und ja, der Kunde hier hat wirklich fast überall in der Bestellliste seinen Haken geklickt. Also GSM-Jammer-Funktion. Glasbruch ist logisch, die Elite als größtes System von Pandora. Und was diese Alarmanlage für euch tun kann, oder besser gesagt, wie sie euer Auto schützt, dazu kommen wir jetzt. Der ein oder andere Kunde stellt sich immer die Frage, warum Elite? Die Elite ist natürlich das Flaggschiff, also wirklich größer geht's nicht, als Alarmtechnik im Fahrzeug. Und die Elite zeichnet sich mit Sicherheit unter anderem durch diesen LoRa-Pager aus. Gerade wenn ein Auto vielleicht des Öfteren in einer Tiefgarage steht, dann ist es ja meist so, dass man in diesen Tiefgaragen einen schlechten bis gar keinen GSM-Empfang hat. Und um dieses Risiko abzudecken oder diese Wahrscheinlichkeit, dass mich ja dadurch die Alarmanlage nicht mehr anrufen kann im Alarmfall, hat Pandora diesen LoRa-Pager. Der hat eine Reichweite von bis zu 2000 Meter zum Auto und würde mich hier auch nochmal benachrichtigen, wenn ich wirklich einen Alarm am Fahrzeug habe. Nun sind wir uns alle klar einig und uns ist allen bewusst, dass ich mit Sicherheit nicht aus einer Tiefgarage 2000 Meter herausfunken kann. Aber wohne ich im gleichen Haus und mein Auto steht unten in der Tiefgarage und ich wohne meinetwegen oben im vierten oder fünften Stock, haben wir doch sehr, sehr gute Chancen, dass dieses LoRa-Funksystem hier uns durch die Geschossdecken durchfunkt und uns noch benachrichtigen kann. Dann haben wir eine externe GSM-Antenne. Diese GSM-Antenne sorgt natürlich dafür, dass die Alarmanlage einen überragenden GSM-Empfang hat. Und wenn man mal andere Alarmanlagen von Pandora daneben stellt, also sprich die Smart Pro vielleicht als normale Mittelfeld-Alarmanlage, dann wird man sehen, dass in den Tiefgaragen meist solch eine Smart Pro offline ist und eine Elite daneben immer noch vollen Empfang hat. Also diese Alarmanlagen haben in diesen Grenzbereichen oder in diesen Extremsituationen wirklich ihre Daseinsberechtigung. Wie eingangs im Video schon erwähnt, haben wir jetzt bei diesem Setup in dem Auto ein Anti-Jammer mit eingebaut. Das ist ein separater Sensor. Er kommt nicht vom Pandora. Pandora hat ja seine eigene Lösung oder seinen anderen Lösungsvorschlag gefunden, wenn die Bluetooth-Verbindung zur Sirene gekappt wird, dass sie zeitversetzt auslöst. Das ist eine ganz tolle Geschichte, kann aber immer einen Augenblick dauern. Und so ein Anti-Jammer-Sensor, der löst innerhalb von 9 Sekunden aus. Das heißt, der Dieb würde einen Jammer einschalten am Auto, somit ja den gesamten Funkbereich am Auto platt machen. Und jetzt löst dieser Jammer-Sensor, triggert jetzt quasi einen Alarm und sagt der Alarmanlage, Achtung, Alarm auf dem Zusatzsensor. Dass das natürlich immer ein paar Sekunden auch dauert, also hier wirklich 9 Sekunden im Minimum, liegt einfach daran, dass wir zuverlässig sagen wollen, jetzt wird gejammt. Wir wollen ja nicht nur, weil mal der Nachbar vielleicht auf sein CB-Funkgerät auf den Knopf drückt mit einer übertriebenen Sendeleistung, wollen wir nicht auch gleich aufgrund dieser Funkwellenüberlagerung nicht gleich einen Fehlalarm haben. Deswegen sagen wir, wenn konsequent am Auto 9 Sekunden gejammt wird über solch einen GSM-Jammer, dann löse erst aus. Jetzt sagt die Alarmanlagenzentrale, Achtung, ich habe einen Alarm auf meinem Eingang, ich löse jetzt aus. Und jetzt kommt natürlich die Krux an der Nummer, du brauchst dafür eine zweite Sirene. Ohne zweite Sirene macht das wenig Sinn, weil
Die Bluetooth-Verbindung zur Serienmäßchen 332 besteht ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Und deswegen sollte man hier immer noch eine zweite Motorraum-Sirene-Schnur gebunden mit einbauen, die dann als Backup-Sirene quasi für diesen Alarm-Event sorgt. Der Pager wird mir derweil anzeigen, Achtung, disconnected, weil er natürlich auch keine Funkverbindung mehr zur Alarmanlage hat, sodass ich dann hier wirklich auch nochmal eine Benachrichtigung bekomme und somit weiß, dass da unten gerade in der Tiefgarage irgendwas vor sich geht. Dass eine Pandora Elite einen Schocksensor, einen Lagesensor, einen Beschleunigungssensor mit drin hat, ist selbstredend. Ja, kennt ihr vielleicht auch aus unseren anderen Videos. Also auch hier brauchen wir es nicht mehr im Detail ausführen. Vielleicht nochmal erwähnt, die Keyless-Funktion eines Autos ist ja auch aufgrund der Autoschlüssel relativ leicht hackbar, also sprich über so einen Reichweitenverlängerer könnte ja jetzt der Dieb auch sich wieder Zutritt zum Auto verschaffen. Und dafür hat Pandora dann diese kleinen Tags, die sollen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung darstellen. Das bedeutet also, wenn der Dieb über so einen Jammer bzw. über so einen Reichweitenverlängerer bzw. aber auch womöglich mit einem dritten Schlüssel zum Auto kommt, geht zwar das Auto auf, aber die Alarmanlage bleibt scharf geschaltet und löst somit einen Alarm auf. Auch die Bedienung einer Alarmanlage von Pandora ist kinderleicht. Entweder ich mache das über meinen originalen Autoschlüssel und sage Auto abschließen. Die Sirene vorne im Motorraum gibt ein Chirpen von sich, dezent eingestellt, damit wir auch nicht unbedingt unseren Nachbarn ärgern. Und somit ist die Alarmanlage vollumfänglich gesichert und unser Auto komplett geschützt. Wenn man jetzt natürlich in Verbindung mit dem Transponder in der Nähe beim Auto ist und auf Öffnen drückt, haben wir zwei kurze Pieptöne, die Alarmanlage deaktiviert und ich kann mein Auto ganz regulär benutzen. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Keyless-System. Also wenn ich am Türgriff einfach die Taste auf dem Türgriff drücke, schließt er mein Auto ab, die Alarmanlage somit wird sie geschärft und das Auto ist auch hier wieder geschützt. Und das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich wieder mein Auto übers Keyless deaktiviere. Was manches Mal nicht so toll funktioniert, ist, wenn ich Funktionen habe, wie beispielsweise auch bei BMW, mit diesem automatischen Annähern und Entfernen. Also sprich, wenn ich jetzt mit dem Autoschlüssel weggehe, haben ja meist die Autos eine Funktion, dass die Autos alleine abschließen und wenn ich jetzt mit dem Schlüssel wieder rankomme, ans Auto alleine öffnen. Das beißt sich ab und zu mit den Sicherheitsstandards der Pandora. Und hier empfehle ich meinen Kunden immer, nimm diese Funktion raus. Zum einen ist es natürlich ein erhöhtes Sicherheitsrisiko, damit mir mein Auto ja in dem Sinne noch leichter gestohlen werden kann. Und auf der anderen Seite sagt Pandora ganz klar, nein, wir fragen diese Funktion bei den Großteil der Fahrzeuge nicht mit ab, weil wir einfach sicherstellen wollen, dass aktiv auch jemand am Auto sagt, Auto auf oder auch aktiv Auto zu. Ja, also das ist eine Philosophie seitens Pandora. Und der kommen wir natürlich gerne nach. Zu einer rundumfänglichen Absicherung gehört natürlich auch eine Art Innenraumsensor. Und wir machen gerade im Pkw-Bereich immer gerne die Nachrüstung eines sogenannten Glasbruchsensors. Das ist ein Akustikmikrofon, was in den Innenraum reinhorcht. Und um euch mal zu zeigen, wie das funktioniert, möchte ich natürlich jetzt nicht eine Autoscheibe einschlagen, sondern wir simulieren das einfach mal mit so einem Klingeln eines ganz normalen Schlüsselbundes. Und wenn ich mich somit ins Auto einschließe, jetzt die Alarmanlage schärfe, kalibriert die Alarmanlage noch mal kurz und geht dann nach 5-6 Sekunden automatisch in die vollumfängliche Überwachung. Und ihr habt gehört, einfach noch mal kurz klingeling mit dem Schlüssel und ich habe hier wirklich aktiv zwei Sirenen, die wirklich extrem laut sind. Dass wir das natürlich über das Mikrofon, was ich hier am Revers habe, nicht ganz übermitteln können, euch am Monitor oder auf dem Handy, ist uns auch völlig klar. Ich kann euch aber eins sagen. Diese Frequenzen der einzelnen Sirene, also einmal diese BT332 und einmal die ganz normale 330 schnurgebundene Sirene, die schaukeln sich so gegenseitig auf. Und wir haben selbst hier bei uns in der Halle ab und zu das Gefühl, dass wirklich das Trommelfell gar nicht mehr zur Ruhe kommt und hier wirklich nachschwingt. Also sehr, sehr unangenehm, extrem laut. Aber das ist ja das, was wir erreichen wollen, gerade wenn das Auto in der Tiefgarage steht. Viel Aufmerksamkeit, möglichst laut sein, damit hier einfach der Dieb, wenn er denn wirklich ans Auto rangeht, natürlich auch vertrieben wird. In Kombination mit einer nachgerüstet oder nachträglich realisierten
zusätzlichen Wegfahrsperre im Auto, die natürlich auch durch die Pandora-Alarmanlage gesteuert wird, können wir natürlich sicherstellen, dass das Auto wirklich bei euch bleibt, solange die Alarmanlage scharf geschaltet ist. Das Ganze immer geprüft oder auch abgesprochen mit Porsche, dass wir hier wirklich keine Probleme mit der Approve-Garantie haben. Es ist natürlich immer so ein Grenzwert oder so, wie soll ich sagen, so eine Grauzone, in der wir uns bewegen. Weil Porsche sagt, in dem Augenblick, wo du mit diesem 111-Punkte-Plan irgendwas im Auto nachrüstest, verlierst du generell die Approve. Also gehen wir doch hier einen Schritt und sagen, wenn das Auto abgegeben wird innerhalb der Garantie oder zu einer Inspektion bei Porsche, dann lass uns einfach die Alarmanlage doch restlos abschalten. Wie das funktioniert, erklären wir immer nur den Approve-Kunden. Jemand anderen geht das auch nichts an. Also jemand, der Mercedes-AMG fährt, der muss nicht wissen, wie man die Alarmanlage abschaltet, weil die Kunden haben diese Probleme nicht. Es ist wirklich immer nur bei Porsche. Und hier haben wir mit Porsche Zentrum Berlin einen guten Weg gefunden, um das entsprechend garantiekonform Porsche gegenüber, aber auch sicherheitstechnisch Pandora gegenüber, besser gesagt, einfach sicherstellen können, dass wir trotzdem die nötige Sicherheit durch die Alarmanlage gewährleisten können. Habt ihr also noch Fragen zu dem Gesamtkonzept der Alarmanlage in einem Porsche, dürft ihr euch sehr gerne bei mir melden. Ruft an, kommt vorbei. Wir setzen uns sehr, sehr gerne mit euch hin und besprechen mal eure zukünftige Alarmanlage. Und insofern wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt Spaß mit euren Autos. Genießt die Freiheit, die ja dadurch entsteht. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Berlin, euer Dominik. My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone, it's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone, it's a war zone. And